Man kann sich das hier wirklich geben. Guck mal, hör mal. Hast du das gehört? Salus. Krass, ja, Bruder, sag ich ehrlich. Aufstehen, Bruder. Einfach Kapi. Ich war mitten in der Nacht noch gerade wach. Der hat das vor ein paar Minuten hochgeladen. Irgendwann so 2, 3 Uhr in der Nacht. Krass. Ich guck, Kapi haut IGTV-Video raus. Ich so, hä, was hat der jetzt gemacht? Bruder, irgendwie kommt da so ein riesen Text. Wieder einer, ich meine, Dankeschön. Wieder wer? Kambo? Stimme, wer ist das denn? Okay, schauen wir mal gleich. Dankeschön auf jeden Fall für deine Spende. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich guck so in der Nacht, Bruder, da haut Dings raus. Wallah, ich zieh mir das rein. Ich dachte mir so, auf locker irgendwie, die haben was wieder was gemacht. Der filmt den Summer beim Schlafen. Dicke Text hab ich noch nicht gelesen. Wallah, Pilzchen macht Lied gegen den. Ich so, ey, nein. Das war so der Dings am Ende Abend, wo ich dachte, okay, krass, die zwei Legenden, Bruder, am Ende gegen getrennt. Traurig, ne? Hm. Warte, wir müssen Werbung für Video machen, mal. Hallo? Hey? Hier, Mann. Hast du einen Aschenbecher, Digga, deine Marlboros. Und jetzt aufstehen, Brata. Wir müssen Werbung fürs Video machen. Heute kommt 100k Cash, Brata, Mann. Walla, er bringt einfach Dings. Aschenbecher mit Zigaretten. Die Decke. Ja. Das geht richtig unter die Haut, ne? Schon traurig, ja. Du hast dich verändert und ich sage dir warum. Und Geld und Drogen haben damit nichts zu tun. Es sind die Leute um dich rum. Ich hab's versucht dir zu erklären, aber du warst viel zu dumm oder viel zu naiv. Ich hab nie ein Cent an dir verdient. Ich hab dich geliebt, nie wegen Profit. Was für Lines, Bruder, geh ich unter die Haut, ehrlich. Du warst ein guter Mensch, tief in dir drin. Aber jetzt bist du tief drin in irgendeinem Film. Alle halten ihre Fresse, aber ich sag es. Wo waren denn deine Freunde, als du nix hattest? Diese Kombi wird man nie wieder sehen. Ja, leider, leider. Schade, ehrlich. Und jetzt wollen sie ein Stück von dir. Doch für sie bist du nicht mehr als ein Stück Papier. Du warst ein Stück von mir. Und ich mach weiter Feuerbrat, damit ich nie wieder friere. Das sind so krasse Lines, ne? Du merkst richtig, Kapi, wie das. Der ist ein richtiger Herzensmensch. Das hat er richtig getroffen. Wie denen das wehgetan hat. Übertrieben. Du bist ein Bruder so wie mich, doch du findest geil. Ich würde den Breppmaus mit dir die letzte Kippe teilen. Ruf 110, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Du weißt, Samra hat sich nicht einmal dazu geäußert, ne? Keine Story, nix. Traurig, ja. Richtig traurig, walla. Die sie kennen unsere Lieder. Aber wie es einmal war, möchte sie mehr wieder. Sie rufen 110, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Ich sag dir, ich würde mal gerne wissen, was ist da zwischen den beiden passiert? Was ist da vorgefallen, ehrlich? Dass sie, also, ja, ne, Bruder, die haben alles rasiert zusammen, die waren wie Brüder und jetzt so aus dem Nichts. Da wird irgendwo Fitner gemacht. Ja, übertrieben. Weil, Bruder, du kannst mir nicht sagen, dass ein Kapi von Sambra was verdienen will. Ein Kapi ist der krankeste Geschäftsmann überhaupt, Bruder. Der bringt Pizzen raus, der bringt Tee raus, der bringt jetzt keine Ahnung was raus, der hat Deals ohne Ende, der hat das Shisha-Tabak rausgebracht. Bruder, der ist ein Brain, Bruder. Der kann zwar nicht richtig Deutsch, man denkt so, okay, der war schlecht in der Schule, der hat nicht aufgepasst, aber Bruder, glaub mir, wer zum Geld machen geht, der ist der Erste, der ist ganz oben, der hat alles auseinandergenommen. Mhm. Er weiß ganz genau, wie man Geld macht. Und er, Bruder, er kann Pause machen, er kann wieder anfangen, er macht auch immer seine Klicks. Guck mal, Samra jetzt in den letzten Lieder, Bruder, kam nicht so krass an Goldjunge und so. Deswegen, ich verstehe nicht, warum er sagt, irgendwie Leute sagen, ich würde an dir verdienen. Kapi hat 14 Millionen Umsatz gemacht mit der Pizza. Pff, guck mal, wie behindert, Bruder. Der hat bestimmt davon so die Hälfte und bekommen. Und 6 Millionen schon mit Eistee gemacht, bevor das überhaupt ist. Bruder, der ist, Bruder, deswegen, ich check nicht so, wie Leute Fitner machen und ich kann es nicht glauben, dass man denkt so irgendwie, Kapi will mit Samra so Geld verdienen. Ach. Sie kennen unsere Lieder, aber wie es einmal war, möchte sie mehr wieder. Du warst Bra-Musik, obwohl dich Kapi nicht gesigned hat. Doch woher kommt das Cash für den Lambo vor der Einfahrt? Was denn Line, Digga? Du warst Bra-Musik, obwohl dich Kapi nicht gesigned hat. Ich schwöre. Doch woher kommt der Lambo von deinem... Ach, Bruder. Ich hab gekämpft, released, jeden Freitag. Und du sagst zu mir, du hattest es nicht einfach. Ich kam zu EGJ, da tickt es zu Gras. Steck dir deine Nummer 1 Awards in den Arsch aus. Ich kam zu EGJ, da tickt es zu Gras, Digga. Überleg, stell dir mal vor, die haben Gras getickt und sind einfach Millionäre geworden, die Rappler. Dein Jung wird Stars, aus Liebe wird Hass. Das ist die Kapu-Move, wir sind nicht Joko und Klaas, ha? Ich hab mich nie über dich gestellt und alles, was ich da hat, als wär's für mich selbst. Das ist genauso wie damals, wo Kapi von Bushido sich getrennt hat. Das war schon für uns so ein Schock, wo er dieses Video im Auto rausgehauen hat. Das ging ja auch voll durch die Decke. Mhm. Hat man schon so mitgeleitet so.
mitgelitten. Aber jetzt so mit Samra, Bruder, guck mal. Guck mal, die beiden, Bruder, guck mal, die haben, das war so eine Brüderschaft, die haben in Deutschland alles rasiert, auf Spotify, die meistgehörtsten Leute, 5 Millionen User im Monat, das. Bruder, Samra Kapi, du hast nur noch Samra Kapi gehört. Die zwei Brüder haben sich die Klamotten geteilt, bei Louis Partnerlook geholt. Der eine blau, der andere orange, dies, das. So, die waren in ihrem Film, Bruder. Und du kannst mir niemals sagen, dass Kapi denen irgendwas Schlechtes gewünscht hat. Bruder, Kapi ist ein Herzensmensch, der wünscht jedem nur das Beste. Weißt du? Ich verstehe nicht, was bei Samra passiert ist, Bruder, dass er so komisch im Film ist, dass er sich von Kapi entfernt. Das ist das Dümmste, was er machen kann. Junge, durch einen Kapi bist du auch so erfolgreich geworden. Glaub mir, Kapi hat den gemacht, Bruder. Und mir ist scheißegal, was jetzt die Presse schreibt. Ich stoß an auf die beste Zeit. Sie ruft 1-6-0, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Die sie kennen unsere Lieder. Aber wie Samra war, möchte sie mir wieder. Glaub mir, Samra wäre niemals so krass ohne Dings. Aber Bruder, du siehst auch, dass Kapi Stärke zeigt. Normal, und wie er redet. Er redet die ganze Zeit korrekt. Er redet ihn gut, ja. Er sagt, ich stoß an auf die gute Zeit. Nicht einmal schlechte Sachen. Er sagt nicht mal, dass er was Schlechtes ist. Er sagt die Leute, die um dich herum. Und ja, ja. Kann, Bruder, kann ich mir vorstellen, dass Samra irgendwie so einen komischen Freundeskreis hat. Kann ich mir schon vorstellen. Sie rufen 1-6-0, denn wir dicken wieder. 365 Tage machen wieder lila. Die sie kennen unsere Lieder. Aber wie ist Samra war. So, weißt du, so legendäre Musikvideos, so wie das zum Beispiel, weißt du, Bruder. Die haben in Berlin alles auseinandergenommen. Mhm. Haben ihre Videos gedreht, Underground, dies, das. Ach, Bruder. An die wird sich, glaube ich, jeder erinnern. Und jetzt so, wenn man daran denkt, so, guck mal, 2021 haben sie sich getrennt. Traurig. Wünscht es nie mehr wieder. Immer ihre Storys und so, weißt du? Bruder, die werden Legende bleiben. Immer die beiden. Am Shoppen, einkaufen. Die Augen lügen nie, Chico. Ja, weil du siehst, wie glücklich die beiden so. Wallah, billah, ich. Tut mir gerade richtig leid. Richtig traurig. Richtig traurig. Richtig. Richtig traurig. Kommen die Clips noch auf YouTube online? Ja, klar. Die laden wir auf Javid Live mal hoch. Aber dieses Mal ein bisschen weniger. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf dem Kanal. Und auch bestimmte Leute, mit denen wir auch alles abgesprochen haben. Samra hat seine Seele verkauft. Sieht man auch in seinen Zeichen auf seinen Insta-Bildern. Ja, letztendlich. Jedem das seine. Hauptsache, Kapi bleibt stramm, macht genauso weiter. Kapi ist krass, Mann. Kann gehen nicht auf. Ey, Leute, guck mal. Hab ich auch schon vorher ein bisschen gestreamt, ne? Jetzt kommen meine Augen 3 Stunden hier auf Lieder reagiert. Ihr müsst wissen, das ist nicht einfach, ne? Also, ihr sitzt ja vorm Handy und guckt zu. Wir müssen die ganze Zeit unterhalten, reden, reagieren. Das ist auch schon eine Anstrengung und wir sind auf jeden Fall beide kaputt, ne? Wir haben 3 Uhr morgens. Hatten noch einen harten Tag. Deswegen.